Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von TechCorp hier aus Diegem Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir sind hier in unseren schönen Steelectronics, haben unseren ersten Fernseher ausgegeben. Meine Mauskabellage, die ist jetzt irgendwie hier ein bisschen durcheinander gekommen. So, jetzt kann ich die Maus freier bewegen. Da lag das Handy nämlich drauf. So, das ist ja fürchterlich. Wir haben gerade einen Softwareauftrag hier am Arbeiten und da müssen wir jetzt mal ganz kurz gucken hier, woran arbeiten. Die arbeiten da dran. Okay, das habe ich schon umgestellt. Und hier sehen wir halt, wie unser Fernseher verkauft wird. 500 Einheiten sind schon mal weg. Wir gucken weiter. Das muss jetzt noch ein bisschen besser werden. Da muss noch ein bisschen mehr kommen. Das klingelt jetzt hier jedes Mal, wenn da unten ein bisschen Geld reinkommt und wenn hier ein neuer Vertrag kommt. Aber es sollte sich ja jetzt hier unten immer weiter steigen, das, was wir verdienen mit unserem Fernseher. Und wenn wir die Einheiten verkauft haben, dann ist auch schön. Dann haben wir auch wieder genügend Geld, um eine neue Einheit quasi dann, also ein neues Teil zu programmieren bzw. herzustellen. Nicht programmieren tun dann zwar auch, aber erstmal geht es hauptsächlich ums Herstellen. Gut, die arbeiten hier fleißig. Jo, Momentchen, ich müsste mal gucken bei Prototyping, da kann ich hier noch was zulegen. Kann aber keinen hinzuweisen. Okay, jetzt habe ich zwar eins gemacht. Na gut, dann muss ich jetzt warten, bis er soweit fertig ist, ne? Ja. Dann kann ich ihm Blueprint Nummer 5 sozusagen zuweisen. Oder ist das jetzt nicht entstanden? Doch, ist entstanden dort oben. Alles klar. So, aber 46.000, den können wir mal gleich weggeben. Da gibt es einen 58.000er. Einen 48.000er machen wir auch mal weg. Gucken wir mal, ob wir einen schönen 60.000er kriegen oder sowas. Irgendwas richtig Großes, Dickes. 58.000 ist ja schon mal ganz gut. So, dann können wir jetzt das Blueprint zuweisen. Select Blueprint 005, 260.000 haben wir. Das ist schon mal ganz gut. Den werden wir mal... Ja, nö, wollen wir nicht. Nö, wollen wir nicht. Ja, 64.000, der ist gut. So, und jetzt müssen wir hier aber ganz kurz mal... Achso, wenn ich hier die Taste, müssen wir da oben drauf. Nee, mach das mal noch fertig. So, Stop Task, Set Task. Und wir brauchen jetzt noch die... Was ist hier? Algorithmenkomponenten. Gucke ich jedes Mal nach, wie die Dinger heißen. Ne? Gucke ich wirklich jedes Mal nach. Na egal. So. Unser Fernseher verkauft sich noch einigermaßen, würde ich sagen. Ich glaube, ich kann es jetzt hier noch ein bisschen besser sehen. Hier sieht man, naja gut, das ist immer noch vertauscht. Aber ich denke mal, da wird es dem nächsten Patch geben. So, es sind auf jeden Fall noch 5.600 in Stock. 3.300 sind verkauft. Und wir haben schon 345.000. Also ich würde gerne so auf einer kurzen Million ankommen. Damit wir dann die muss ich unbedingt mal Break schicken hier. Vergesse ich immer. Bevor ich das nächste mache, damit ich noch mehr Units quasi herstellen lassen kann, wenn auch fremd verarbeitet. Aber dass wir dann früher oder später in die eigene Produktion kommen und natürlich dann eine größere Fabrik irgendwann uns leisten können und da viel machen können. Das hätte sehr, sehr, sehr viel Schönes. So, gut, also die Zeit läuft. New Part ist hier, dann, nee, das geht nicht, okay. New Part, New Part, New Part. Ja gut, da müssen wir jetzt natürlich erstmal sie jetzt hier in der Pause lassen. Ich weiß gar nicht, wie fit sie ist, es geht noch ein bisschen. So, dann kann ich dich eigentlich auch an Break schicken. Break, so. Machen wir auch eine Pause sogar. Drei Stück passen sogar auf dem Sofa. Kratzen sich alle relativ gleichmäßig am Kopf, also die Animationen sind noch relativ gleich gehalten. Der Auftrag ist komplett. Dann machen wir hier mal ganz kurz eine Pause und dann werden wir den hier mal delivern und dann werden wir den hier oben akzeptieren und dann gucken wir, was brauchen wir dafür. Wir brauchen jetzt Network Components, Optask, Settask, Network Components und ab dafür. Ah, falsche Taste wieder gedrückt. Na gut. So, gut. Nachricht kam jetzt noch wieder rein, habe ich jetzt nicht gesehen, was es war. Achso, hier, Dings, genau, 66.000, na gut, dann können wir ja den jetzt mal hier ausgeben und dann gucken wir mal, ob wir mal so 67.000, dann können wir nämlich hier richtig dicke, fette Aufträge quasi uns zusammensammeln. Wir könnten theoretisch ja vorproduzieren, bevor wir den annehmen, ne, das geht ja auch, also der läuft ja hier jetzt nicht ab. Aber wir lassen erstmal den. Earns 500.000 ist complete, das ist schon mal sehr schön. Wie viel haben wir noch von unseren Einheiten hier? Moment, das sehen wir hier oben, ne. 2000 sind noch im Stock, also da geht noch was. Keine Ahnung, also wie ich da mal wieder reinkomme. Aber gut, dann ist das Game jetzt gleich saved. So, jetzt können wir wieder Prototyping machen. Ich müsste jetzt mal ganz kurz... Ah ja, hier mal rein. Stop Task, machen wir davon nichts weiter. Machen wir Media-Komponenten.
Das sollte ziemlich schnell gehen und hier machen wir dann einmal den Storage HDD, starten das. Herr Johnson macht das, du arbeitest fleißig, da gibt es hier die nächste Technologie. Closed. So, das Blueprint arbeitet und hier sind auch genügend angearbeitet. So, Stop Task und mach mir jetzt, was brauche ich jetzt noch? Audiokomponenten brauche ich noch ein paar. Gut, dann würde ich sagen, ab dafür. So, dann können wir den Auftrag jetzt hier abschließen. Deliver. Machen jetzt noch ein paar Audiokomponenten. Nö, den will ich nicht haben. Und gucken wir, was brauchen wir hier? Fotokomponenten brauchen wir da. Stop Task, Set Task. Machen wir ein paar Fotokomponenten vorher schon. Können ja ein bisschen, können das System ja ein bisschen ausnutzen, ne? Wenn wir es da eben brauchen. So, wie sieht's hier aus? Fernseher, wie viel haben wir noch? Noch 500 im Stock. Wir haben 800.000 auf der hohen Kante. Hätte jetzt mehr erwartet. Na gut, wir müssen mal gucken, was denn wieder die falsche Taste gedrückt, Entschuldigung. Was die dann da sagen. Blueprint complete. So, dann auch wieder was ist erkannt. Okay. So, jetzt haben wir schon 11 Fotokomponenten hier. 12. Machen wir aber 13 auf. So. Wir brauchen Network-Komponenten noch ein paar. Da können wir die dann schon mal dran setzen. Und dann werde ich den hier mal akzeptieren. Oder? Na, aber lassen wir machen. Wir sind gerade alle, einige sind on break und idle hier rum. Achso, das liegt daran, weil hier quasi gerade Pause ist. Ich darf es nur nicht ändern, wenn sie hier gerade in Pause ist, weil dann idle die wirklich rum. So, und jetzt müsste irgendwann unser Fernseher hier komplett verkauft sein. In Stock ist 0, Sales sind 9000. Gab es da nicht eine Zusammenfassung dann? More? Na, Brand Strength, User Satisfactory, Appeal, Demand, okay. Ja. Der ist jetzt eigentlich durch, ne? Aber ich hatte gedacht, dass es jetzt quasi dann eine Zusammenkunft gibt von allen, die dann hier mir dann sagen, ja, jetzt ist dein Fernseher ausverkauft oder so. Kann ja sein, dass das noch kommt, bin ich sicher. Aber wir sind auf jeden Fall schon mal schneller als beim letzten Mal. Ne? Beim letzten Mal waren wir ja, da haben wir ja den Fernseher erst rausgebracht, da waren ja schon so viele Wochen vergangen. Gut, aber wenn es das nicht gibt, machen wir jetzt hier Folgendes. Wir wollen hier mal, Maschinen können wir auch noch nicht kaufen, ne? Inventory geht auch noch nicht. Wir machen einen zweiten Fernseher. Und zwar bauen wir dort, wir haben noch keinen neuen, okay. Wir haben auch noch keine neue CPU, neues Audio haben und noch kein neues Plastik. Ernsthaft? Das ist ja, naja gut. So, das ist ja nicht so. Dann nehmen wir hier die Brand Steel, Select Brand. Und sagen hier STV 2. So, das ist unsere zweite Generation. Sollte jetzt auch einmal einigermaßen funktionieren. Und dann geht es hier weiter. Next. So. Achso, warte mal hier. Ein bisschen verschieben. Ein bisschen eindrehen. So. Nee, wir hatten das. So hatten wir das, ne? So, sieht sehr schön aus. Dann Next. Dann sagen wir Marketingbudget. Geben wir mal 70.000. Next. Und zwar gehen wir von den 70.000 für einen Commercial. Können wir durchaus die Hälfte ausgeben. 35.005. Dann machen wir einen Trailer, für den wir durchaus bereit sind, 20.000 auszugeben. Und dann würde ich gerne noch ein Event mit reinnehmen. Ich weiß nicht, ob ich da drauf bieten muss oder kann. Ich werde es einfach mal versuchen, mit 10k auf einem Event zu bieten. Next. So, und zwar nehmen wir jetzt hier. Wen nehmen wir denn da? Ich kenne ja gar keinen von. Dummacher geht. So, dann geht auf jeden Fall noch hier Karl. Und zur Not können wir noch Mellow Hello nehmen, klingt immer gut. Dann haben wir gehen wir da drauf. Select Focus Epic. Machen wir wieder 26 Sound, machen wir gut. Und Special Effects. Manchmal geht's nicht. So.
Ja, das könnte passen. So, next. So, Special Effects brauchen wir ja nicht großartig beim Fernsehen bewerben, ne? So, Select Focus auf die Software bitte, weil da glaube ich, dass die ganz gut wird. Das Ganze machen wir ein bisschen auf lustig und dann machen wir 120 Sekunden Länge. Und hier gucken wir mal World Cup. Ist brandheiß. Weiß ich nicht, was das heißt hier. Nee, gut. Das Wort kenne ich nicht, also ich weiß nicht, was das heißt. So, und hier haben wir noch NBA Finals. Da bieten wir jetzt einfach mal volle 10k drauf. So, your product marketing campaign has created. Remember, put your marketer on work to finish product setup. Alles klar, machen wir. Next. So, jetzt sollen wir hier natürlich noch ein bisschen sagen, wo wir es wieder produzieren lassen wollen. Quality Cost Speed ist nicht so gut, aber trotzdem machen wir Samsung und wir probieren es mal, dass wir vielleicht 12.500 Einheiten kriegen. Na, das kriegen wir nicht hin. Kriegen wir 11.500 hin, 845.000 würde uns das kosten. Launch in, sagen wir mal, 60 Tagen. So, Launch. Oh, das geht sogar. Okay. So, jetzt haben wir noch 27.000 an Kohle. Hier oben irgendwie, keine Ahnung, was das ist. Das ist wahrscheinlich meine Branch, also wie stark meine Dings ist. Und jetzt muss ich hier mal meinen Marketing-Heini finden. Hier, der ist das. Du sollst natürlich jetzt STV2. Sehr schön. Wunderbar. Und du bist hier gerade on break. Das ist natürlich auch ganz ungünstig, dass jetzt hier gerade mitten in einem Stop-Task, Set-Task, STV2. So. Das sind genau mitten in einem doch recht... Nee, 18. Contract haben wir noch gar nicht angenommen. Alles klar, okay, dann ist ja das gut. So. Marketing ist Bidding for NBA-Finals. Ich weiß nicht, ob er das hinkriegt. Das werden wir mal sehen. Hier idelt wer rum, der ist on break, idle, idle, idle. Warum idlen die alle? Ach, Software ist schon fertig. Ist schon fertig? So ging ja fix. Gut, okay, dann selecten wir mal den Task und gucken mal, was brauchen wir. Network-Komponenten brauchen wir 6 Stück. Haben wir, wir brauchen UI-Komponenten 4. Haben wir Optimizing-Komponenten. Was ist Optimizing-Komponenten? Dann machen wir die noch schnell. Und dann werden wir den mal hier akzeptieren und dann gucken wir mal, ja, dann brauchen wir bloß noch die Optimizing Components und dann können wir den, die 67.000 können wir ja ganz gut gebrauchen. Unser Geld ist doch relativ gering gerade. Die Frage ist immer noch, ob das hier unten funktioniert, aber ich hoffe, dass 10k ausreichen, um dort einmal richtig schön viel Spaß zu haben, um mal so ein Final zu gewinnen und da mal richtig viel Geld zu verdienen. Nicht Geld, sondern Aufmerksamkeit. Den Hype. Der Hype ist real. So. Das soll's werden. Gut. So. Na komm. Mach die letzte Komponente fertig, bitte. Ich wäre begeistert, wenn das klappen würde jetzt. So mal auf Anhieb. Es ist halt nur einer am Arbeiten, zwei sind in der Pause, ne? Dann dauert das wieder. So, jetzt können wir deliveren. Dann haben wir jetzt auch so ein bisschen Geld verdient. Das ist schon mal schön. Und jetzt machen wir weiter hier. Was brauchen wir denn hier? Media Components, Audio Components, Foto Components, Optimizing Components. Na gut, dann macht er erst ein paar Optimizing Components weiter. Und accepted. Okay, sehr schön. Also wir haben das Final gekriegt. Ich weiß nicht, ob er jetzt die 10.000 dafür ausgeben musste oder nicht. Ich denke mal oder ich hoffe, dass wir das am Ende sehen. Und dann haben wir ein zweites Produkt released. So, und das können wir dann archivieren. Das gibt's nicht mehr. Sehr schön, ich bin begeistert. Ich bin richtig begeistert. So, wie viel haben wir davon schon? 2 haben wir jetzt. Wie viel brauche ich denn hier für den 66.000 Auftrag? Kann ich hier nochmal ein paar 67.000 Auftrag haben wir schon gekriegt. Auch nicht schlecht. So, 61. Boah, 67.000 ist gut eigentlich. Database-Komponenten. Nein, weg mit dir. Database-Komponenten brauchen wir. Videokomponenten brauchen wir. Audio-Komponenten, Algorithmen-Komponenten. Okay, dann mach das mal, stopp das mal hier. Momentchen bitte. So, Set-Task. Wir brauchen Algorithmen-Komponenten. So, dann lassen wir da mal ein paar produzieren von. Besten ist, wenn wir von jedem so 10 Stück produzieren lassen. Dann nehmen wir dann einen Auftrag nach dem nächsten an und können das Geld dann alles bezahlen. Hängt davon ab, wie das hier mit dem Geld ist. Wir müssen doch eigentlich pro Monat 60.000 bezahlen für die Miete. Ist das nicht so? Das muss ja dann jetzt auch demnächst kommen. Also ich meine, so Woche 7, wenn wir 4 Wochen um sind, müsste 60.000 abgezogen oder kostet im Jahr. Habe ich das irgendwie falsch verstanden? Weiß ich noch nicht. Das kann natürlich auch sein, dass ich das falsch verstanden habe. So. Dann lassen wir 10 Stück mal davon machen. Dann machen wir Database-Komponenten 10 Stück. Das ist das wirklich, also gut, weil es hier nicht abläuft, ne? Deswegen kann man dann so einen Quatsch machen. Wäre natürlich schön, wenn der mal ab und zu vielleicht auch Aufträge rankriegt, die vielleicht
Ich weiß nicht, ob man 100.000 Aufträge kriegen kann. So, jetzt kommt die Auswertung. So, Final Rating is bad. Wir haben 7-mal Actors Hype und 8-mal den normalen Hype. 12,4 Millionen Leute haben den Fernseher gesehen. Die Actors Performance war 25, Quality ist 100%, die Produktion war 50%. Aber immer noch bad. Naja. So, dann haben wir hier Marketing, den Trailer, Total Viewers, fast 1 Million. Reception 40, plus 4 Hype. Nicht so gut. Und dann müssen wir jetzt mal auf das Final achten hier. STV2 only $82. Yep. Excellent, plus 5 Hype. Na gut, okay, da gab es wieder ein bisschen was. Das hat auf jeden Fall schon mal ein bisschen was gebracht. Aber noch nicht so viel, wie ich mir das an. Ja, es war nicht so nicht ganz so gut gelaufen, wie es eigentlich sollte. So, Database brauchen wir noch. Database hieß, glaube ich, der schlaue Typ auch hier von bei den Simpsons. Der heißt, glaube ich, auch Database, ne? Bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, ja. Gut. Okay, also ihr arbeitet fleißig. Kann ich dich jetzt noch da dran tun? Aber du weißt nicht, was du machen sollst, ne? So. You can now look for some hardware contracts. Click on your own sales X and find some contracts. Okay. So, wir haben Units Manufact 11.500, Marketing Score haben wir 92%, Hardware Quality 100%, Total Hype 100%, Production Appeal 70%, Critics Receptions hatten wir letzte Mal 8 von 10, hier haben wir bloß 6 von 10. Dreh dich mal in die Richtung hier. Und so können wir den nächsten Fernseher herausgeben und mal gucken, wie die Verkaufszahlen sind. Ja gut, in der ersten Woche wieder 500 und das passt schon, das kann man schon mal so machen. Das geht. So, dann gehen wir jetzt mal ganz kurz in die Pause. Was sollen wir jetzt machen? Accept Hardware Contract. Also wir sollen einen Hardware Contract machen. Dann werden wir jetzt die erstmal hier weitermachen lassen. Die ist on break, okay. Dann werden wir jetzt hier sagen, nee. Momentchen, Hardware Contract. Wir machten das hier, verdammte Sau. Axt. So, Mobile, ach guck mal, jetzt können wir hier auch Desktop-Hardware Generation 1, Mobile-Hardware Generation 1 machen. Dann machen wir doch mal das Researchen an hier. So, kann ich noch einen Blueprint machen? Oh ja, kann ich noch einen Blueprint machen. Ah, okay. Start mal das Blueprint noch. Jo. So, Start Engineering. So, wer ist denn hier derjenige, welche, der uns looking for contracts? Stop. So, jetzt hätten wir gerne einen Hardware-Contract. So. Ich denke mal, da muss ich jetzt hier aber ein paar Contracts mal rausnehmen. Den lassen wir hier erstmal drin. Achso, und ein bisschen Zeit müssen wir natürlich vergeben. So. Okay. Pause. So, wir brauchen Audio 14K Units. Was? Bodycase 6K Units. Bluetooth 5K Units. Display 15K Units. Deadline 12 Months. Payment. MSH Profile. Wo kann ich denn? What? Oh, kann ich jetzt hier Dinge, kann ich Maschinen kaufen? Nee. Oder Materials? Wo kann ich denn das machen? Moment, was ist meine Aufgabe? Ich go to office. Accept a Hardware Contract. Okay, akzeptieren wir mal den Hardware Contract. Ich weiß nicht, ob der gut ist oder ob der schlecht ist. Warte mal, wir könnten ja noch theoretisch den hier rausschmeißen und mal gucken, was dann noch kommt. Ob uns noch einen zweiten gibt, der sieht natürlich noch besser aus. Dann designen wir den erstmal noch. Upsala. Close. Und dann schmeißen wir den raus. Dann schmeißen wir den raus. 171.000 ist natürlich schon nicht schlecht. 98.000, noch weniger. Na gut, dann machen wir den. So, okay. Aber den machen wir in der nächsten Folge. Ich würde sagen, manage alle on break. Ah, working. Okay. So sieht es auch wieder da. Das heißt also, wenn ich jetzt denn da was machen kann, muss, dann geht das alles. Ach, das wird ja noch interessant, wenn ich dann jetzt. Oha. Okay. Gut. Bleibt gespannt. Wir sehen morgen, wie es weitergeht. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen und oder ein Abo. Ich würde mich riesig drüber freuen. Bis denn. Tschüss.